Hi Leute, ich habe hier mal eines der Spielzeugfunkgeräte, die PTT-Taste mit dem Draht und lasse daraufhin mit dem SD-Kartenradio mal Musik senden. Und guck mal, wie weit das Ganze geht. Die Qualität ist ja nicht so gut von dem, aber man hört's. Etwas leise, ich hätte vielleicht etwas lauter machen sollen. Leise hört man es. Am Scanner ist es darum einiges besser. Ich glaube, dass es doch ziemlich weit geht, aber im Pedal-Empfang halt nicht unbedingt. Mal raus. Aber die Qualität ist auch nicht so. Ups. Ja. Also ich würde sagen, es ist ungefähr so stark oder fast so stark wie die 150 MHz Sender mit BC547. Wenn ich dann eine Position suche, wo es gut reingeht. Ich glaube, die Kamera stört da. Aber von 41,8 empfängt man es auch. So, ich bin jetzt etwa 600, 700 Meter weg. Man empfängt es noch. 49,9. Da nicht mehr. Dass der Pendelempfänger vom Spielzeug auch noch empfängt. Da muss ich sagen, der empfängt gar nichts mehr. Der empfängt echt ganz leise, könnte man es vielleicht noch erahnen, aber ein Pendelempfänger ist zu unempfindlich. Zumindest der hier verbaut ist. Nach 500 Meter. Nach über 500 Meter. Ich glaube, es sind eher schon 700 Meter. Nur Rauschen. Dagegen geht es mit Scanner aber noch gut rein.